Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Supercard. Ja Leute, ihr habt es ja mitgekriegt, Supercard technisch ruhig gewesen, vor allem die letzte Woche, weil wegen Internet und so weiter und so fort. Gerade geht's Leute und das neue Gerät für diejenigen, die den Wochenrückblick, Schrägstrich das Grinding, am Samstag gesehen haben, das neue Modem Router ist da, wird heute noch aufgebaut. Ich bin gespannt, ob der Schissel dann noch besser funktioniert wieder. So, wir wollen ein paar TBG-Päckchen heute abholen. Mal gucken, ob vielleicht der nächste SummerSlam 19 Pro dort auf uns wartet. Wir haben die Team Road to Glory, die heute Abend losgeht. Gehen mal ganz kurz rein und gucken uns, was es für Karten hier so gibt. Na? Oh, da habe ich doch einen Brock Lesnar gesehen und einen Keith Lee. Wir haben hier einmal die Halloween-Version von Samoa Joe, haben hier Rusev, den Butterfinger, Bobby Lashley, Bam Bam Bigelow, mega geile Karte, Big E, dann haben wir Lars Sullivan, hier Otis, dann Brock Lesnar auf Katastrophe, der müsste ein Pro sein und ist sogar ein richtig guter Pro für mich. Ihr wisst, Katastrophe-Pro ist für mich noch wichtig und haben dann hier Keith Lee. Sagt man eigentlich Case oder Keith? Ich weiß es gerade gar nicht, Leute. Junge, 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 wieder mega gute Vorbereitung. Aber Brock Lesnar müsste ein Pro sein. Und das wäre doch mal eine richtig geile Sache. Jetzt wartet doch bitte mal ganz kurz. Allgemein. Brock Lesnar ist ein Pro. Den nehme ich natürlich richtig gerne mit. Richtig gute Karte, ne? Aber Leute, wie es üblich ist, sonst so an dem Montag so ein kleiner Supercard-Quickie. Ja, Wochenende, ihr kennt mich, ne? Event so ein bisschen nebenbei liegen lassen für mich, weil NBA gezockt und Judgment. Ja, was soll ich machen, Leute? Aber wir haben hier auch noch zwei TBG-Packs und hier ist noch so ein alter Trostpreis, wo wir leider verloren haben gegen das Team Deutscher Clan. Mega viele Grüße gehen hier raus an der Stelle. Cooler Fight. Ihr habt euch den Sieg da reglich verdient. Aber ich sage mal, Trostpreis für mich trotzdem interessant, weil ja nun mal eine Katastrophekarte drin sein kann. Leute, wir gucken. Okay, okay. Wen kriegt man denn? Kriegen Braun Strowman. Richtig gute Katastrophekarte. Leider Single. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Braun Strowman dürfte eigentlich kein Pro sein. Was kommt denn hier für eine Meldung? Nerv mich jetzt hier nicht. So, dann haben wir hier noch ein TBG-Päckchen, das war gegen das Team Only Japan, nicht weiter gelevelt hat und damit auch nicht zur Wehr gesetzt. SummerSlam 19 gerade, wäre schon cool. Leute, wir gucken rein. Ja, hey, hey, das ist mir jetzt gerade erst so aufgefallen. Ey. Wow, wow, wow. Leute, wir gucken. Kriegen hier erstmal Jeff Hardy. Auf Katastrophe kommt hier Jeff Hardy. Pass auf, jetzt SummerSlam 19, das wär's. Und es wird Scott Dawson. Scott Dawson? Scott Dawson? Ey, halt, stopp, Bundeswehr. Leute, der ist doch ein Pro. Bin ich jetzt gerade behämmert? Ey, Leute, der ist doch ein Pro. Der ist doch ein Pro. Ja, Mann! Wie geil ist das denn? SummerSlam 19 Pro kommt hier um die Ecke mit Scott Dawson, der Zweite. Ey, richtig geil. Der gute Luke Gallows wird dann, denke ich mal, im Rahmen der Team Road to Glory dann geplaylevelt. Und dann direkt der Nächste heute noch hinter... Ey. Wie geil ist das denn? Ist das nicht schön? Aber Leute, wir haben noch ein TBG-Päckchen. Ey, nee, aber hat sich ja jetzt schon gelohnt heute. Das ist ja mal geil. Das ist mal richtig geil. Leute, wir haben hier aber noch ein TBG-Päckchen gegen das Team King... mit A. Ja, dasselbe, auch nicht weiter geplaylevelt gehabt, die guten. Leute, wir gucken drin. Aber ey, Scott Dawson Pro bei rumgekommen, was will ich hier noch mehr? Und wir gucken. Okay, ich wollte schon sagen, Kevin Owens? Hatte ich den schon Pro? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Und kriegen wir auch Stone Cold, den ich jetzt gerade erst zum Pro gemacht habe. Und dann nochmal den guten Leo Rush. Leute, also meckern wäre an der Stelle ja mal sowas von falsch. Wir gehen hier mal auf kombinierbar. Ja, warst du schon fertig? Ach, da fehlt noch zweimal Tempo. Okay, okay. Ja, aber der gute Kevin Owens. Kevin Owens ist auch ein Pro. Mensch, hier geht's ja wieder nach vorne. Ey, aber das Ding mit Scott Dawson ist ja mal richtig geil, Leute. Ihr seht, viel zu tun hier im Hause on Air, was so Playleveln gerade angeht. Aber... das Ding mit Scott ist natürlich, ja, einfach mal mega geil. Das ist so aus dem Nix, ne? So aus dem Nix kam der Gute hier einfach bei rum. Freue ich mich persönlich ja mega drüber und wird mir persönlich in meinem Deck gerade noch mega weiterhelfen.
Gut, Leute, das sollte schon gewesen sein. Kurzer Abstecher hier in WWE Supercard, was so passiert ist. Und ja, ist halt nicht viel passiert. Ne? Wochenende habe ich da jetzt nicht weiter viel gezockt. Aber TBG hat sich wieder einmal gelohnt. Scott Dawson als Pro hierbei rumgekommen. Und für mich SummerSlam 19 Pro ist immer noch eine richtig geile Nummer. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in eure Woche. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling. Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.